So, weiter geht's. Ernsthaft jetzt? Weiter geht's. Ich hätte keine Pause an dieser Stelle machen sollen, glaube ich. Ja. Das war eine doofe Stelle zum Aufhören. So schnell kann es gehen, ne? Ich habe die gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Stimmt, ich habe mich dahinter versteckt und dann, ja. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Elisanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. So. Ich habe keine Angst, keine Angst. Und durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Sei mutig. Ich finde, dass er die ganze Zeit schon mutig ist. Ah, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dreht der sich nochmal um, weil sonst sieht er uns vielleicht. Sehr gut, keiner hat dich gesehen. Wie Melly. Da ist einer. Ich muss schön aufpassen. Aber ich sehe auch nichts. Verdammt. Was ist es? Was war das? Du kommst jetzt aber auch nicht zurück, bitte. Hä? Oh Gott. Lauf einfach weiter. Einfach weiter, weiter, weiter. Oh. Mach doch keinen Scheiß. Die Mutter ist bestimmt im Keller. Nehme ich mal an, so für Foltern und so. Sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine heilig. Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts und noch alles gut bei euch. Und Okkultismus. Und ihr, ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Oh, mein Kopf. Psst. Leise. Das ist Wahnsinn. Mama, wo bist du? Nur müde. Ja. Ich auch. Willkommen im Club. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Dann geh hier runter. Ab in den Schrank mit dir, da passt er super rein. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter. Sie sprechen über mich. Also abgesehen davon, dass das Spiel immer spannender wird und ich eigentlich schlafen gehen will, das ist schwierig. Oder du guckst dir das VOD dann an. Außer du guckst lieber live zu, dann ist das ein Problem. Laut einer Studie heißt es, wenn du nachts nicht schlafen kannst, bist du wach. Also bin ich immer wach, okay.
Cooler Schrank, ja, den hätte ich auch gern. Vielleicht jetzt eine dumme Idee, jetzt erst rauszugehen. Was? Nee, du siehst mich nicht. Ich bin ein Buch. Egal. Ja, ich bin ein Buch. Jetzt ist die Frage, ob ich jetzt losgehen soll. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Der dreht sich jetzt wahrscheinlich um, geht zurück und dann habe ich keine Zeit. Deswegen dackel ich mal hinterher. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gautier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Life ist immer besser, schlafen kann ich auch morgen noch. Sollen, noch. Ja, ich kenne das. Die Prima Macula. Am Rande der ersten Schwelle verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Aber wie können wir sicher sein? Oh, okay. Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Haha, ich hatte recht. In den Keller. Wird auch Zeit. Mama! Als dieses eine Teil 2 nicht irgendwas mit Schleichen und so? Ich glaube, das Spiel wäre nichts für mich. Ich glaube, da muss man sehr oft schleichen, dann, wenn du es verkackst, dann war es das. Welche Gameflaute? Achso, im Sommer kommt halt nicht mehr so viel raus, erstmal. Ray habe ich ja auf dem PC. Also ich hab's mir geholt, vor kurzem. Aber ob ich spielen werde, weiß ich nicht. Also im Stream. Hallo Hotte, na du? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich jetzt da durchkomme. Ohne dass er mich sieht. Er sieht mich doch sowas von, oder? Oh, die Schränke sind geil. Siehst du, Amicia? Ich hab Mama gefunden. Ja, aber... Nicht gut. Ja, es macht Spaß. Ich hab's so heute nur einige Male verkackt, aber ansonsten macht Spaß. Sie gesagt, ich muss weiter nach unten. Okay. Keine Ahnung. Kann er eigentlich auch Sammelobjekte finden? Ist jetzt hier die Frage. Hier ist einfach alles so groß. Oder du bist zu klein? Der Mann, wer ist das? Der da drauf sitzt, ne? Ist nicht der dein Blut abzapfen möchte. Mein Beileid. Ich glaube, wir kommen gar nicht mal in den Keller runter. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Okay, ich drück dir die Daumen heute. Dass es besser wird. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien hat auch was von der Ratte, oder? Verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren.
Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Boah, Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Er wird sterben, oder? Der Papst der Bischof sieht jetzt. In euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Ja, er ist jetzt ein Gott, ne? Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Ja. Oder? Okay, ich dachte, er tötet ihn jetzt. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Die Stimme bekommt mir bekannt vor von dem. Fest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Eure Methoden sind scheiße. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Dann bin ich lieber weg. Schlechtes Thema für mich. Ja, ich glaube, dann wäre das Spiel nicht das Richtige jetzt für dich, weil hier passieren viele falsche Sachen. Ja, ich glaube, dann wäre es besser, wenn du das Spiel dir nicht anschaust. Egal was ist, fühl dich gedrückt, auch wenn es vielleicht nicht hilft, aber ich bin im Gedanken bei dir. Ich bin erstmal weg, bekomme gerade Besuch. Okay, Hotte, dann wünsche ich dir viel Spaß. Wisst ihr, was ich glaube? Dass der Typ weiß, dass wir ihm folgen. Dass wir dann zu der Mutter kommen und dass sie uns dann erpressen. Also die Mutter dann erpressen. Senor Nicolas, Glückwunsch zur Gefahr. Nicolas. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Keine Ahnung, Killer. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit ihr machen? Oh shit. Hey! Du hast mich nicht gesehen. Ich hätte schwören können. Nee. Ja, hättest du gar nicht. Ja, geht. Schnell. Ja, ich mach doch schon. Ich weiß doch gar nicht, wohin. Aha. Wir sind viel zu viele Wachen.
Vielleicht mal ein bisschen im Schleichmodus. Ich dachte, er dreht sich jetzt um. Ich schätze mal, dass ich die Tür nicht öffnen kann, ne? Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Also wird das alles ein großes, ganzes, fettes Nest. Dass die Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Ja, mein Kleiner. Ich würde mal sagen, du wirst deine Mama eh nicht da rausholen können. Oh nein, woanders lang, schnell! Okay, ich hab's mir schon gedacht, dass ich da nicht durchkomme. Jetzt. Wie komme ich denn da jetzt hin? Die sehen mich doch, oder nicht? Keine Ahnung. Ich versuche mal mein Glück. Ah, die machen ja Experimente, ne? Scheiße. Oh, hallo, so Ratten. Sag mal, eure neuen Ratten. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Und... Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, okay. Gut. Hey, Kleiner, hilf mir. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. Nee. Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich. What the fuck? Was macht ihr hier? Das Blut, oh mein Gott, das Blut läuft da runter und... Da ist der, er geht Mama holen. Ach so, ich wollte schon fast... Ich geh mal. Hat er es gerade wirklich gesagt? Ja, hat er. Wenn Sie Ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle, es gibt eine neue Sorte, okay. Wird sie kooperieren. Ach, Kleiner, du läufst in eine Art Falle, glaube ich. Weil er vorhin sagte zu diesem Typen, er ist hier. Wem hat er denn gemeint? Ich glaube, er hat den Kleinen gemeint. Er hat bemerkt, dass er sich da versteckt und zu seiner Mutter möchte. Ich schätze mal, das ist alles jetzt so eine Art Trick. Dass er die Mutter weich klopfen. Ziemlich mies. Senior Nicholas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohung. Geschieht ihr recht? So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur, aber damit wird unser Folterknecht schon fertig.
Ja, natürlich ist sie stur. Muss in der Nähe sein. Erstens geht es um die Sicherheit ihrer Kinder. Zweitens, ihr Mann wurde auch getötet. Wir können nicht weg. Ach, bitte. Lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Glücklich? Ach, Dreckskerl. Das soll man als Glück empfinden. Hier drin in diesem Rattenloch zu sterben. Durchratten. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Psst, ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Oh, gute Güte. Du solltest nicht. Ich glaube nicht, dass er das. Wiedersehen. Wiedersehen. Stirb mal alleine. Ich glaube, seine Mutter ist in keinem guten Zustand auch. Und er wird dann total austicken. Also seine Kopfschmerzen so bekommen. Ah, das ist doch scheiße. Ich meine, sie foltern sie. Sie wird nicht gut aussehen. Magistra de Ruhe. Ja, redet mit zum Mama. Letzten Mal. Werdet ihr meine Fragen beantworten? Oder tötet sie jetzt? Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nein, der Vater lebt nicht mehr. Nun, wir haben ihn seine Leiche gesehen. Unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Schnell verstecken, wo sollte ich denn jetzt hin? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück, schnell verstecken. Ich glaube, er kommt gleich zurück.